Ich halte hier momentan den Fridolin. Der Fridolin ist ein kleines Katerchen, wurde gefunden mit circa 2 Tagen, ist jetzt circa 6, 7 Tage alt. Gefunden wurde er in einem Müllauto, als Papiercontainer geleert wurden und die Dame sehr aufmerksam war und ihn zwischen den Müll gefunden hat. Sie hat ihn direkt gerettet und zu uns gebracht und hat sich dann auch auf die Suche nach weiteren Kitten begeben, weil wir vielleicht die Hoffnung auch hatten, dass es nicht reingeschmissen wurde, sondern dass die Mutter sich einfach ein warmes Plätzchen gesucht hat. Bis jetzt sind leider keine weiteren Kitten aufgetaucht. Die Äuglein sind noch zu, die Ohren sind noch angelegt, die wachsen langsam. Kitten werden zwar behaart geboren, aber nicht sehend, also blind und taub. Die Äuglein öffnen sich mit 7 bis 11 Tagen, fangen die an, und die Ohren mit 6 bis 11 Tagen. Ich habe erstmal direkt Milch gekocht, Aufzuchtsmilch, warm gesetzt, ein bisschen Liebe gegeben. Körperwärme ist da auch immer ganz wichtig. Er war sehr kalt, er hatte kein Milchbäuchlein, was für so kleine Geschöpfe eigentlich nicht vorkommen sollte. Die sollten eigentlich immer ein bisschen proper sein. Er hat auch direkt super getrunken, er nimmt fleißig zu und ihm geht es soweit auch gut seitdem. Das ist wirklich eine Intensivbetreuung. Wir sind rund um die Uhr für die Kitten da. Nachts tatsächlich auch, da sind wir alle 2 Stunden wach, stehen auf, füttern das Kleine, oder in dem Fall fütter ich das Kleine. Das heißt, momentan sind die Nächte auch eher ruhelos, aber es gibt einem so viel Liebe zurück, also man macht es auch wirklich gerne. Er wird auf jeden Fall noch eine Zeit bei mir bleiben, bis er wirklich selbstständig frisst, bis er die ersten Impfungen hat. Die ersten Impfungen sind ab der 8. Lebenswoche möglich. Mit der 10., 12. Woche vermitteln wir den Kleinen dann auch. Uns ist es halt wichtig, da es sich ja bei ihm um ein Kitten handelt, dass er einen gleichaltrigen Artgenossen bekommt, mit dem er spielerisch aufwachsen kann, gleiche Interessen quasi austauschen kann und so zusammen lernen und spielt. 2021 war das Kitten ja ganz schön extrem. Der hat mir schätzungsweise zwischen 100 und 120 Kitten bei uns, wovon viele oder sehr, sehr viele eher gesagt ohne Mutter hier ankamen. Wenn man ein herrenloses Kitten findet, sollte man auf jeden Fall den nächstgelegenen Tierschutzverein anrufen, Bescheid sagen, gegebenenfalls das Kitten sichern und, was ganz wichtig ist, die nähere Umgebung nach weiteren Kitten absuchen, dass die auch gesichert werden. Einfach draußen haben Kitten tendenziell eine schlechtere Überlebenschance und das Elterntier sollte auf jeden Fall mitgesichert werden. Wir als Tierschutzverein, wir setzen uns natürlich für die Kastration von Katzen ganz stark ein. Wir hatten selbst schon Initiative gezeigt durch mehrere Sicherungsaktionen, gerade an Hotspots, wo sehr viele Katzen leben, und einfach, dass die Katzenpopulation sinkt. Langfristig hat das jetzt leider nicht immer geklappt, einfach weil an diese Hotspots immer mehr streunende Katzen geraten, durch Futterangebot, durch Vermehrung, und eine langfristige Lösung wäre auf Dauer einfach nur eine Katzenschutzverordnung. Heißt, dass jede Freigängerkatze oder generell jede Katze gekennzeichnet werden muss und kastriert werden muss, um diese Population einfach zu stoppen und für die Tierheime durch die Kennzeichnung kenntlich zu machen. Dieses Tier ist bereits kastriert und gehört jemandem.